Ja. Welcome back to Backtrack Game. Ja. Oder so. Welcome Game to Backtrack Back. Ja, der Kanal schimpft sich Game Backtrack und wir spielen weiter Metroid Other M. Genau das wollte ich sagen. Sehr schönes Spiel übrigens. Solltet ihr auf jeden Fall euch zulegen. Dürft in keiner Nintendo-Sammlung fehlen. Moa. Doch. Ja. Doch. Also, ja. Glaub mal. Wenn du das so sagst, dann muss ich das auch einfach mal so hinnehmen, ja. Weißt du? Muss einfach meinen Geschmack mal respektieren. Genau. Wenn ich jetzt noch zu ein paar Gero-Spielen überreden kann, dann bin ich zufrieden. Ja, das wird, glaube ich, nicht passieren. Das ist schade, ehrlich. Ich glaube, das ist einfach nicht meins. Das ist nicht bahnbrechend, das Spiel. Ja, Fire Emblem ist auch nicht deins. Es geht. Wahrscheinlich mehr als Kagero. Echt? Du hast Kagero nicht einmal gespielt, ne? Ja, aber ich kann es mir vorstellen. Ich würde es ausprobieren, aber ich sag mal, es ist wahrscheinlich nicht so mein Typ Spiel. Hast du die Scenes gesehen, die ich dir geschickt habe? Ja. Ist lustig, ne? Auf dem Speedrun sieht es zu lang. Kann man die nur an bestimmten Stellen vom Level ja. triggern? Also es gibt spezielle Räume, da kannst du die triggern. Falls ihr jetzt denkt, ich habe keine Ahnung, wovon ihr gerade redet, ja. So ist das. So ist das hier. So ist das, wenn man in unseren Channel kommt und da Videos guckt. Das seid ihr selber schuld. Ihr könnt einfach irgendwo anders hingehen und euch bessere Nein. Let's Plays angucken. Nein, es gibt keine besseren. Also nicht, dass ich wüsste, ich habe schon so viel geguckt und es gibt einfach keine Let's Plays zu ABM. Echt nicht? Nö, zu Resident Evil 4 auch nicht. Ja, stimmt. Ja, dazu auf gar keinen Fall, weil das Spiel ist übelst unbeliebt und das ja. spielt ja auch keiner. Also alle Let's Plays, die wir gemacht haben, sind einzigartig. Ja, das ist echt so. Wir waren die Ersten. Ja. Und wir sind einfach nur... Alle anderen, die es gibt, die ihr vielleicht findet, die sind alle von uns abgekupfert. Ja, die klauen uns alles. Sowas finde ich cool, ehrlich gesagt. Ich liebe dieses Spiel. Das Ähnliche gab es ja in Prime 3 auch. Ja. Das fand ich auch extrem cool. Das ist echt, dass du irgendwo rausgesaugt wirst und bist dann total orientierungslos. Ich meine, klar, hier weißt du genau, okay, du bist einfach im Nachbarraum und musst wieder hochklettern, aber... Boah, diese Piranhas sind nervig, muss ich sagen. Guck mal, der hängt da hinten fest. Voll süß. Fürs Aquarium. Muss ich gerade auch sagen. Wer was von meinem Aquarium. Würde sich der Kufi nicht so alleine fühlen. Ja, Kufi. Wie heißt der eigentlich? Der Kufi? Ja. Gibt man Fischen einen Namen? Ich hab's nie getan. Ich auch nicht. Wer Aber ich hab gehört, es gibt Leute, die tun das. Okay, mein Kugelfisch heißt Kufi. Ja. Wie heißt dein Panda? Ein Pandi. Nein, Panda. Nein. Hey, warum nicht? Aber die Pandas sind echt süß. Also mit den beiden gebe ich mich nicht freiwillig ab, muss ich sagen. Ja. Weil das ist einfach nur zeitaufwendig, die zu killen. Jetzt kommt der Raum, den du meinst. Ja. Übrigens. Es sieht aber auch genauso aus ja, wie alle anderen. Ja, ja. Das ist extrem lange. Ja. Hier brauchen wir ein bestimmtes Item, um weiterzukommen. Genau. Das wir leider noch nicht haben. Oh, wo werden wir das finden? Ja, yeah, nicht in diesem Spiel. The most efficient way through here should be delivering shoulder impacts with your speed booster. So I'm authorizing its use. Ja. Danke, Adam. Man kann schon die ganzen anderen Sachen fast spoilern, ne? Ja. No. Und der Speed Booster ist natürlich aus den 2D-Teilen sehr bekannt. Weil... Diese Textfenster, ne? Ja, die sind penetrant. Ich glaube, mir sind die sonst nicht so penetrant aufgefallen, weil sie im Englischen kleiner sind. Was? Weil englische Texte sind einfach kürzer als deutsche. Japanisch ist ja, noch kürzer. Schnell hier hochgeklettert. Ja. Stimmt. Schnell hier hochgeklettert.
So, hier haben wir geschossen, ne? Charge Beam, da kurz ausgewichen. What? Ja, schnell mal hier gepackt, ne? So. Was für ein Drecksblöd, ne? Weiter geht's, ne? Hier kurz gesprungen. Ey! Verdammt, jetzt sterbe ich. Er killt mich. Na, tut er nicht. Ey, was. Was für Trolls! Boah! Ganz schön aggressiv. Wer? Das Ding. Ey. Nervig. Warum komm ich jetzt raus? Vom Spielfuß. Tut mir leid, Leute. Es ist mir auch sonst nie passiert. Warum hat die ihn jetzt nicht getriggert? Weil du geschossen hast. Nein, man kann auch schießen und triggern gleichzeitig. Gut. Du hast einen Charge Beam geschossen. Aber der ist echt gut gemacht, der Shine Spark. Noch schöner wäre es natürlich, wenn man speichern könnte. Ja, aber es wäre schon heftig. Ja. Ich mag irgendwie diese Level-Teile, wo es echt so aussieht, als wäre es ein 2D, also ein Side-Scroller. Ja. Definitiv. Und ich muss auch sagen, es stört mich dann nicht, dass man auch in die Tiefe laufen kann, ein bisschen. Ich finde, die könnten echt ein Spiel rausbringen, das quasi so von der Seite ist, aber dass du auch rauf und runter laufen kannst ein bisschen. Ist mir egal, Hauptsache es ist Metroid-Style. Ja. Wenn es Metroid ist. Und sie verhunzen es bitte nicht. Aber egal. Die könnten echt komplett dann auch das Aiming-System von Shadow Complex abkupfern. Das fand ich nämlich auch ziemlich sweet. Ja. Es ist ja eigentlich das Gleiche. Du kannst halt... Früher konntest du halt nur diagonal und gerade schießen. Also quasi in in 8 Richtungen halt. Und so könntest du halt komplett in 360 Grad schießen. Das ist ja eigentlich. Ich konnte hier einmal in die Safe Station gehen und mehr Energie holen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. So, schnell gespeichert hier, schön Energie aufgefüllt. Ja, zurück. Wo ich mir den Energy Tank da. Das war kein Energy Tank. Doch. Achso, ist nur ein Part, ne? Ich weiß nicht, ob es ein ganzer ist oder nur ein Part. Auf jeden Fall sieht sie rot, ja. Boah! Es ist so wie es ist und ich weiß hier nichts verändert. Übrigens haben wir heute auch. Wird nicht gerüttelt und auch nicht geschüttelt! Übrigens haben wir heute auch noch etwas Neues entdeckt beim Einkaufen. Oh ja. Ja, es handelt sich dabei um eine, so gruselig. Eine kalte Süßspeise. So gruselig. Mit einem gewissen... Eis. Genau, das wollte ich sagen. Ja, Eis. Aber ihr werdet niemals erraten, welche Geschmackssorte es ist. Ich sag nur, es geht in eine gewisse Richtung, die weder scharf noch bitter ist. Sondern vielmehr aromatisch würzig. Es ist kein Koriander-Eis, es ist kein Kümmel-Eis. Es ist auch kein Chili-Eis. Es ist auch kein Rosmarin-Eis. Es ist auch kein Schlagmichtrot-Eis. Es ist auch kein Rührei-Eis. Das war auch eine geile Sache. Oh, apropos. Warum hast du das Ding jetzt nicht geholt eigentlich? Warum? Magst du keine Energy Tanks? Doch, aber es war doch nur ein Teil, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass ich davon da aus nicht wieder hochkomme. Du bist doch eben auch schon komplett runtergefallen da. Ja, da muss ich aber wieder hochgehen und den Shine Spark benutzen. Das heißt, ich weiß nicht... Versuch's einfach nicht zu verkacken. Boah, ja, bitte, das war so gut, ey. Energy Tank! Ha, ich möchte gerne das Applaus eingespielt haben. Danke. Danke. Oh Mann, ich hätte jetzt gerne einen Applaus von... welches Mario-Spiel auch immer das war. Oder Mario Party oder was? So. Was? Da konntest du immer einen Knopf drücken und dann hast du Applaus gehört. Echt? Ich weiß, dass es sowas gab. Ich glaube, bei dem New Super Mario Bros. Wii, wenn du quasi tot bist und der andere ist noch am Spielen. Kann man nicht so gut machen? Ja, das auch. Ja, dann war das Spiel. Das ist auch geil gemacht, muss ich sagen. Ja. Ja, doch.
Nein, das ist wieder so eine hässliche Dreckspflanze. Komm ich hier noch weiter? Meinst du, das ist eine Dornvegetation der Krallenbrut? Auf jeden Fall. Ja, komm ich nicht. Ey! Warum soll ich denn hier hoch? Alter, benutze einfach mal deine Strato-Boots. Und Traje der Gravitatorio. Mit deinem Demetrodizer. Mein Spacer Laser. Ja, auch den und deinen Plasma Destructor. Nein. Was haben die zur Bombe gesagt? Keine Ahnung. Und falls ihr euch beschwert, dass die Qualität der Videos nicht so gut ist, das liegt aber teilweise auch daran, dass das Spiel extrem dunkel ist. Ja, falls ihr das tut, dann seid ihr echt irgendwie voll die kleinkarierten Asozialen. Was? Ey, Alter, hier gab's doch so ein Ding zum Abschließen. Ich ja, muss auf die andere Seite. Unten. Nein, das ist weiter unten. Ja, das. Es ist so lange her, dass ich diesen Raum gespielt habe, dass ich nicht mehr weiß, wie er genau geht. Ich glaube, der Zoomer fickt dich gleich darunter. Nein, das glaube ich nicht. Doch, da fickst du richtig schnell im Hinterteil. Alter, da müssen Schadspielen drauf, sind die kleinen. Ja. Oh ja. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Genau, haben wir schon von dem Lakritzeis erzählt? Oh, ist das gespoilt. Ja, wir haben das Lakritzeis gekauft. Nee, das ist sick, oder? Überlegt euch das mal. Das ist geil. Lakritz in kalt. Das ist geil. Und du wolltest das nicht kaufen. Als Eis quasi. Ich glaube, wir ziehen es gleich mal eins rein, oder? Ja. Falls ihr euch das nicht vorstellen könnt, ist es quasi wie ein... Ja, ein Lakritzeis. Wie heißt dieses typische Orangeneis mit... Calippo Capri? Capri. Capri, ja. Auf jeden Fall wie das quasi. Also wie so ein Milcheis am Stiel, wo so eine... Orangenwassereisschicht drumherum ist. Nur, dass es keine Orangenwassereisschicht ist. Genau, genau. Stattdessen ist es halt eine Lakritzschicht, die aber übertrieben weich ist und auf der Zunge direkt schmilzt. Und da sind noch so Körnchen drin, die sind ziemlich aromatisch. Genau. Sind noch Lakritzsplitter drin, die so ziemlich. Ziemlich salzig sind. Ah. Und in der Mitte ist noch ein Lakritzkern, der quasi eher so dieses süße Lakritz darstellt. Boah, das ist. Und in der Lakritzhülle sind noch so kleine Knusperdinger. Ja, so, das ist echt. Es ist schon sehr hart, finde ich. Ist nicht schlecht. Sehr, sehr nah dran an einem leckeren Eis. Das ist was anderes halt. Man kann es nicht andauernd essen. Also irgendwann hängt das Zeug gleich auch zum Ohren aus. Stell dir davor mal einen schönen Sambuca dazu. Schönen Sambuca und dann dieses Eis. Ich glaube, das passt. Ah, oh, super. Jetzt hat sie sich festgehalten. Hat sie gerade nicht gemacht, komischerweise. Ja, Entschuldigung, dass es gerade so erbärmlich lange dauert in diesem Raum, aber... Ich weiß gerade selber nicht, was ich tue. Das hat auch ein bisschen Charakter von diesem ersten Raum, den man gesehen hat, mit dem Aufzug, ne? Am Anfang. Ja. Der erinnert mich ein bisschen daran. Die Architektur ist sehr ähnlich. So. Und hier ist noch ein Tanky. Heißt das, ich hätte hier gar nicht hochgemusst? Nein. Wie nein? Heißt es nicht, du musst einfach nur links auf diese Brücke. Auf die hier links? Ja, da links halt. Ja, da ist noch eine Tür, ich seh's. So. Ist das was? Ja. Übrigens, falls ihr eine Idee habt, was wir Let's Play noch könnten, was wir vielleicht noch nicht im Channel haben und vielleicht sehenswert wäre, könnt ihr diese Anmerkung einfach auf Facebook oder als persönliche Nachricht auch im YouTube-Channel richten. Wir können aber, auch mal... Aber bis jemand dieses Video hier sieht... Ja, haben wir schon alles gemacht. Ist schon ein Jahr vergangen. Stimmt. Das ist echt traurig irgendwie. Ich muss sagen... Nee, wir müssen einfach mal langsam PR machen. Aber wie? Die PR... Eine eigene Pressekonferenz? Ja. Entschuldigung. Ja, was soll das denn hier? Wollt ihr mich denn verschaukeln? Okay, es hat irgendwas mit diesen Gefäßen zu tun. Ich weiß es noch irgendwie. Glaube ich gar nicht. Ich glaube, du musst einfach nur Speed Boost benutzen. Nee. Nein, du musst irgendwo da am Boden ran. Ich muss auf keinen Fall Speed Boost benutzen. Du hättest den oben benutzen müssen, um halt rüber zu Shines fahren. Weil du kannst... Ich hätte gar keinen Anlauf nehmen können, du Nase. Echt nicht? Auch nicht aus dem Raum davor? Oh!
Tankbauteile halt. Nein. Lustiger Name. Ja, ne? Null eigentlich für unlustig. Könnte fast aus einer Fanfiction stammen. Gibt's nämlich einen Schalter oder so? Nein, du musst Führerschein sparen. Ja, aber. Ja, das Ding, du musst die Eisdinger aus dem Weg schießen und dann einfach durchrennen. Ah, das ist genial. Ja. Hätte von mir stammen können, dieser. Metroid AIDS Finest. Ich würde dazu gerne die Zähne einschlagen. That was pretty close. It was pretty close. This was pretty close. Warum bist du direkt in Rage? Das hat er die einen reingeballert, ey. Ey, hat er mich weggekickt, ey. Na, mal schon rein. Und dann kick ich wieder ein. Und da schießt er mit seinen großen. Na, stell ich einen Ball. Was ist denn, wenn ich jetzt den in snipe? Gar nichts. Kannst du nicht. Hier, ich bin wehrlos. Ich mach nichts. Hier ist ja gerade jeder einzelne Bombe ausgewichen. Hört mal normal. Der nervt. Weißt du, was das Schönste ist? Direkt danach kommt noch einer. Ja, ich weiß. Oder sogar drei? Also auf jeden Fall zwei, das weiß ich. Ich hab ihn vereist. Ey, das ist ein schlechter Scherz. Nope. Das ist ein verdammt geiler Scherz. Ich find's lustig. Ey, der wird jetzt so beeinflusst nicht mehr kriegen. Ja, oder auch nicht. Tut mir echt leid, aber dieser Gegner macht gerade echt meinen Kopf kaputt. Wo muss ich mehr gehen? Hoffentlich ist echt gleich dein Kopf kaputt. Was muss man nicht? Nicht mehr gegen die Türen schießen, ne? Jawohl! Nein! Ja. Oh! Ja, und das finde ich auch irgendwie seltsam. Das ist total zum Kotzen. Dass man nicht mehr auf Türen schießen muss. Ach so. Nee, dieser Gegner. Ja, aber das geht voll gegen die Tradition. Und alles, was gegen die Tradition geht, muss eliminiert werden. Nein. Ja, hast du eigentlich recht. Würde er wenigstens mit seinen Attacken mal treffen, ne? Ja, besser das, besser er macht das als dieser blöde Kick. Ehrlich gesagt, wäre Super Metroid 10.000 Milliarden Mal angenehmer zu spielen, wenn man nicht auf Türen schießen müsste. Hast du das gesehen? Ja. Weil da habe ich es immer, dass ich quasi durch einen Korridor renne, schieß vor mich, um die Tür aufzumachen. Die Tür geht zwar auf, aber so langsam, was? Dass ich trotzdem was? Dran hängen bleibe. Ja, wie gesagt, zwei Stück noch. Nein! Er hat die Kanonen gefriest. Ja, wie die anderen fünf Stück, die du gekillt hast, auch schon. Toll, hat jetzt sich die abgeschüttelt. Ey, du bist doch so ein Arsch, ehrlich. Was macht der? Ey, der macht mir voll Angst. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an diese Stelle erinnern. Schon. Du schon? Ja, deshalb wusste ich noch, dass zwei kommen. Toll. Don't die, Lloyd, my son. Geh, diese Anzeige! Ey, ohne Mist, ne? Ich mach, bist du nicht tot? Ja, ist er verwundbar? Ja, ist er. Der ist wieder in den Mode gegangen. Ja. Cut? Das war echt. Das war jetzt echt Wut, ohne Scheiß. Das war nicht gespielt. Ja, neuer Part. Ja. Ja, dann guckt mal weiter, wenn ihr noch hören wollt, wie Minas meine ganze Wand kaputt macht. Und auch das Dach. Ey, sorry und, Leute, aber das war so lächerlich. Vielleicht auch den Fernseher. Dieser verfickte Gegner, ehrlich. Und vielleicht boxt er auch durch die Kamera, durch euren Monitor, in euer Gesicht. Ja, das wär's doch mal. Das wäre was. Bis Tschüss. Dann.